B-Klasse und jetzt zeigen wir nach dem Navi-System in dem Mercedes hier das Radiosystem. Das ist relativ schnell, das ist hier eine schöne Anzeige der verschiedenen Sender, die hier verfügbar sind mit Name oder Frequenz, je nachdem was er gefunden hat bei der Suche. Gerade 100, ich scrolle alles hier auf dem Drehstellregler in der Mittelkonsole. Ich kann das auch sehr schnell machen, man kann es auch doch recht gut erkennen. Also dieser Album-Effekt, der hier auftritt, ja, ist der Coverflow-Effekt von Apple doch irgendwie so ziemlich bekannt geworden. Ne? Wer es erfunden hat, weiß ich nicht, ist auch völlig egal. Und das ist die Möglichkeit, wie ich Radiosender anwählen kann. Unten gehe ich wieder mit dem Drehstellregler nach unten und rufe damit die untere Menüzeile auf. Und dann fangen wir bei Klang an. Das sind die Einstellmenüs für jetzt die Höhen, Tiefen und den Bass. Dann haben wir hier die Info zum Sender, brauche ich nicht zu zeigen. Ihr habt die verschiedenen Bänder, die ihr anzeigen könnt. Dann die Suche nach dem Sender, wenn ihr ungefähr wisst, wie der heißt. Radio, keine Ahnung, Bob, Radio Mallorca, wo ich mich gerade befinde. Und ihr ruft noch die Optionen auf, die Frequenzeingabe könnt ihr manuell vornehmen. Ich kann die Sendersuchliste nochmal starten, ich kann eine Senderverfolgung leisten. Ich kann die Listen sortieren entsprechend und ich habe natürlich auch hier Verkehrsfunkanzeige, wenn ich das möchte. Kann natürlich auch sagen, ich habe keinen Bock auf Radio. Dann habe ich natürlich diese Möglichkeiten noch, wenn ich zum Beispiel online verbunden wäre, über Internetradio reinzugehen. Da ich hier keinen Connect habe in einem Fahrzeug, kann ich euch das nicht vorführen. Gut, das war eigentlich schon das System Radio. Dann nächstes, was wollte ich euch eigentlich zeigen? Jetzt genau die Medienliste. Welche Medien stehen mir hier zur Verfügung, wenn ich spielen will? Ich habe hier, ich glaube, es ist ein CD drin oder ein USB, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Das habe ich als Möglichkeit. Ich kann hier wieder erneut, wenn ich am Drehstellregler drehe, mich hier wunderbar durchbewegen durch die Liste. Kann natürlich genauso auch wieder auf Geräte gehen. Und also das, also die Mercedes haben, kennen das eigentlich mittlerweile schon ganz gut. Kann mir die Geräteliste aussuchen und entsprechend sagen, ich möchte das von der Quelle spielen. Ich kann auf den Klang gehen, der ist natürlich genauso wie im Radio. Und ich habe hier auch klassischerweise die Optionen, dass er ähnliche Titel abspielen soll, welchen Abspielmodus er wählen soll, an einem Zeitpunkt X springen und er soll mir Verkehrsfunk durchmelden. Gut, das war die Medienliste. Und ich kann hier natürlich hier, zeigen wir nochmal von der Speicherkarte abspielen, Media Interface 1 und 2. Ich habe Bluetooth Audio Connect, ja, bitteschön. Und einmal die Disk, das ist klar, befindet sich hier unterhalb, kann man mal kurz zeigen. Und das ist dann entsprechend das Spielchen mit der Mucke. Ihr könnt natürlich auch einen Film laufen lassen, by the way, nur mal so. Okay, das war zu Radio und Medien.